ich habe ein Spoken Word für euch. Ich glaube, dieser Fall heute zeigt, dieser Fall heute ist ein Ausdruck von Rape Culture, wie wir, glaube ich, alle wissen. Und auch wenn man nicht von Vergewaltigung betroffen ist, gibt es so viele Arten von Rape Culture betroffen zu sein. So viele Arten, dass Grenzen überschritten werden. Und darum geht es in meinem Text. Ich kenne ein Wort, einsilbig und pragmatisch, das war mir mit drei schon sehr sympathisch. Gib mir ein N, gib mir ein E-I-N, es ist das Wort, mit dem ich meine Grenzen benenne. Manche Leute, die behaupten zwar, wenn eine Frau Nein sagt, meint sie eigentlich ja. Grund genug, dieses Nein zu ignorieren, du musst es nur oft genug bei ihr probieren. Wenn ich Nein sage, sage ich das nicht nur zum Schein, wie kann dieses Wort so schwer zu verstehen sein? Auch nach dem 100. Jahr heißt Nein immer noch Nein. Egal, ob wir es flüstern oder schreien, egal in welcher Version, ob nonverbal oder in Ton. Schieb es bitte nicht auf Fehlkommunikation. Nein ist eindeutig, Nein ist klar, doch in deinen Ohren scheinbar nur bla bla. Ach, du willst keinen Geschlechtsverkehr? Dann geh ich jetzt mal schlafen, als wäre das das eine Ziel, zu dem wir uns trafen. Oder ein gönnerhaftes, ich kann auch noch etwas warten. Dafür gibt's keinen Applaus wie für Heldentaten. Für mich fühlt sich das gerade nicht gut an. Ja, aber für mich schon, ey, auf dein Gehirn geb ich Finderlohn. Ich will kein beleidigt sein und kein insistieren. Was ist an Nein so schwer zu kapieren? Meine Grenzen können sich auch verschieben. Jeden Moment ziehe ich sie nach meinem Belieben. Da gibt es nichts zu rechtfertigen, nichts zu erklären, nichts zu verhandeln, nur eines zu lernen. Mein Körper ist kein All-You-Can-Eat-Buffet, keine Flatrate-Bar, kein All-Inclusive-Hotel. Es gibt keine Premium-Mitgliedschaft mit uneingeschränkten Userrechten für niemanden. Diese Aussage ist so unglaublich banal, doch ich wiederhole sie jetzt noch einmal. Es geht nur darum, aufmerksam und respektvoll zu sein. Unser Wort hat Macht, denn Nein heißt Nein.